So I want you to kill them. And I'll pay you out of my own pocket if you do. Also will ich, dass du sie tötest und ich werde dich dafür aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Klingt, als hättest du mit der Besatzung der Bandfackel eine Rechnung offen. It's nothing personal. The crew earned their reputation through murder and thievery. And it would make me sick to see them regain an ounce of their power. Ist nichts Persönliches. Diese Leute haben sich ihren schlechten Ruf durch Mord und Diebstahl redlich verdient. Und die Vorstellung, dass sie auch nur ein Gramm ihrer einzigen Macht zurückgewinnen könnten, macht mich einfach krank. Sie versucht ein nonchalantes Schulterzucken, das aber eher aussieht, als hätte sie einen schweren Hexenschuss. Während sie spricht, holt Dizira eine kleine Lynette-Münze aus ihrer Tasche und poliert ihre Oberfläche mit einem Hemdzipfel. Ihr Blick wird dabei weich, wie bei einer schönen Erinnerung. Dann steckt sie die Münze mit kaum hörbarem Seufzen zurück in ihre Tasche. Was hast du auf dem Herzen? Eine Augenbraue hebe, du verschweigst mir etwas, nichts sagen. Nehmen wir meine Augenbraue. I know a questioning eyebrow when I see one, and I'm not in the mood to be giving answers. I've got family business to tend to, is all. Ich erkenne eine fragende Augenbraue, wenn ich sie sehe, und ich bin nicht in der Stimmung für Auskünfte. Familienangelegenheiten kümmern, das ist alles. But I suppose you have a right to know. Aber ich schätze, du hast ein Recht darauf, es zu wissen. Sie hält in und holt die Solinettmünze erneut aus ihrer Tasche. Sie leuchtet golden im schummrigen Licht. My idiot kid sister was on the firebrand, seduced to a dishonest life by the promise of adventure. When the pirate hunters killed the crew and sank the ship, they also killed my sister. Mein dummes kleines Schwesterlein war auch auf der Bandfackel, hat wohl gedacht, das Piratenleben ist ein einziges großes Abenteuer. Als die Piratenjäger die Besatzung meuchelten und das Schiff versenkten, haben sie auch meine Schwester getötet. But those irredeemable lowlifes I sent you after got away without a scrape. I want them to pay. I don't much care how, so long as they take their turn on the wheel. Aber diese unverbesslichen Verbrecher, von denen ich dir erzählt habe, sind ohne eine Schramme davon gekommen. Ich will, dass sie bezahlen, egal wie. Hauptsache, sie kommen ans Rad. Ja, ich werde diese Piraten jagen. Nach wem suche ich? The Firebrand had a mascot. A useless little bastard. Who's taken to calling himself Lord Admiral Imp. He's not terribly dangerous on his own, but he's keen to make a nuisance of himself wherever he goes. Die Brandfackel hatte ein Maskottchen, ein nutzloser kleiner Bastard, der sich selbst Großadmiral Imp nennt. Für sich alleine genommen ist er nicht besonders gefährlich, aber er ist selten alleine und macht Ärger, wo immer er auftaucht. Sie reibt sich den Nasenrücken und seufzt. Last I heard, Lord Admiral Imp was making himself comfortable in Queen's Berth. You'll find him there with a few Zarups and Constructs, the little buggers convinced to follow him. Bless their simple hearts. Wie ich höre, hat es sich Großadmiral Imp zuletzt im Ankerplatz der Königin gemütlich gemacht. Du wirst sie dort finden, zusammen mit einigen Zaurips und Konstrukten. Arme Simpel, die der kleine Mistkerl irgendwie überredet hat, ihm zu folgen. Wer steht als nächstes auf deiner Liste? You'll be taken down Lady Epiro, Captain Henqua's former first mate and a rumored lover. She's a cipher and a dangerous one at that. Du machst Jagd auf Lady Epiro, ehemals Kapitän Henquas erste Offizierin und angeblich auch Geliebte. Sie ist ein Medium und ein gefährliches noch dazu. Epiro maintains an estate in Serpent's Crown in Neketaka. But I wouldn't recommend you rush in, muzzles blasting and swords held high. She keeps a number of bodyguards on her payroll. Epiro hat ein Anwesen in der Schlangenkrone hier in Neketaka. Wir sind nicht in Neketaka. Ich würde jedoch nicht empfehlen, einfach mit gezückten Schwertern und angelegten Gewehren dort rein zu marschieren. Sie hat einige Leibwächter in ihren Diensten. Sie zwinkert ihr zu und lächelt fröhlich. Verstanden. You'll be going after Katren, the Firebrand's resident wizard. Rumor has it, she was once an apprentice to Arkemir before turning pirate. Du machst Jagd auf Katren, die Zauberin der Brandfackel. Angeblich war sie einst eine Schülerin von Arkemir, bevor sie sich dem Piratenleben zugewandt hat. Last I heard, Katren and her sundry little minions could be found lazing about the sacred stair here in Neketaka at night. No idea where she disappears off to during the day. Sie sagt aber auch, also das ist keine falsche Übersetzung, wenn sie sagt hier in Neketaka, weil sie sagt auch hier in Neketaka. Also im Englischen. Meine letzte Information zufolge treiben Katrin und ihre diversen Helfershelfer sich nachts auf den heiligen Stufen hier in Neketaka herum. Ich habe keine Ahnung, wo sie sich tagsüber verstecken. Wer ist das letzte Ziel? I have a challenge for you, my friend.
and his name is Torkar, leader of the Firebrand's boarding parties. He's an ogre with a reputation for cleverness and cruelty both. I've even heard tell it was Torkar who was behind the Firebrand's most successful tactics, not Henqua. Ich habe eine echte Herausforderung für dich. Sein Name ist Torkar, Anführer der Entertruppe der Bandfackel. Er ist ein Ogre, der für seine Gerissenheit ebenso gefürchtet ist wie für seine Grausamkeit. Ich habe sogar Leuten hören, dass Torkar der Kopf hinter den erfolgreichsten Taktiken der Brandfackel war, nicht Henqua. Torkar was last seen at Lifter's Refuge here in Dunwich. Dead set on joining a crew or assembling his own. I trust you won't let that happen. Ja. Torkar wurde zuletzt in der Hebar zur Flucht in Stauholz gesehen. Wollte sich wohl unbedingt einer Besatzung anschließen oder seine eigene zusammenstellen. Ich kann doch darauf vertrauen, dass du das verhindern wirst. Sie empfangen deine dunkle Augenbraue. Happy ja, leb hunting. Wohl. Viel Glück bei der Jagd. Sie nickt und zwinkert dich betont zu. Ja, sehr viele Kopfgelder. Taher hatten wir schon. Großadmiral Imp. Ja, Desiree möchte, dass ich Großadmiral Imp, das ehemalige Maskottchen der Brandfackel, finde und töte. Suche den Ankerplatz der Königin ab, töte Großadmiral Imp und nimm seinen Kopf mit. Yay! Desiree hat mir den Auftrag gegeben, der Dame Epiro, ehemaliger erster Mat der Brandfackel, gegenüberzutreten und zur Rechenschaft zu ziehen. Die Dame Epiro in ihrem Anwesen in Schlangenkrone in Nekataka aufsuchen. Okay. Ja, das gehört nicht dazu. Desiree, oder? Nee. Desiree will, dass ich Katrin, die Zauberin der Brandfackel, finde und töte. Reise zur Heiligen Treppe in die Katakombe und töte Katrin. Katrin frequentiert den Stadtteil nur nachts. Torkar. Desiree will, dass ich den Ogerpiraten Torkar, den Meisterstrategen der Brandfackel, finde und töte. Reise zum Refugium des Hebers in Stauholz und töte Torkar. Schatztruhe. Wo ist das Refugium des Hebers? Ach, da, wo ich an Bord von meinem Schiff gehe. Ja. Andres Gills, there's no hope. Hm, was haben wir hier? Die künstlerische Qualität der Bühnenkulisse ist mit enthusiastisch am besten beschrieben. Also sie ist schlecht. That was a disaster of epic proportions, if ever I directed one. Das war ein Desaster epischen Ausmaßes. Die Schauspielerin wedelt mit ihren Armen. Ja, hier ist es aus Versehen doppelt gemoppelt. Wedelt mit ihren Armen wild vor sich her und scheucht die anderen Darsteller vom Set. Ein Typhoon hätte unser Publikum nicht schneller hinausfegen können. Wer seid ihr denn? Of course you haven't heard of us. Like I needed more proof that we're talentless hacks. Oh, natürlich hast du noch nicht von uns gehört. Als ob ich mehr Beweise dafür bräuchte, dass wir ein talentloser Haufen sind. Sie lässt ihre Schultern sinken, scheint sich dann aber wieder zu fangen und ihr Kinn reckt sich in die Höhe, als sie dir antwortet. Wir sind die Peg-Leg-Performers. Formerly the Seabird Serenaders, formerly the Jacks Finnegan First Ensemble of Dunwich. Ja, wer so oft seinen Namen wechselt, der kann nur schlecht sein. Wir sind die Holzbeintruppe, als ob das nicht schon Panne genug klingt. Früher auch die Seevögelsinger, wahrscheinlich haben sie saumäßig gut gesungen. Und davor das erste Jacques Finningen Ensemble von Stauholz. Ja. Der Name ist so schlecht auszusprechen. Aber jetzt, tja, sie fährt mit ihren Fingern durch die Haare und seufzt. My troops coming apart at the seams. We're short on cash, we're low on people, and we've run plumb dry on enthusiasm. Meine Truppe fällt auseinander, unser Budget ist knapp, wir haben nur wenig Leute und beim Thema Enthusiasmus sind wir auf Grund gelaufen. Sie seufzt, zählt die Punkte an ihren Fingern ab. We haven't drawn a decent crowd in more than a fortnight. And it ain't like pirates are hard to please. That's how you know the show really stinks. Wir haben in den letzten 14 Tagen kein anständiges Publikum gehabt und es ist ja nicht so, dass Piraten schwer zufriedenzustellen wären. So weißt du, dass eine Show wirklich zum Himmel schreit. I think I know what the problem is. We've got a lack of flair. If only I could hire more talented performers. I just know my play would take off. Aber ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Uns fehlt es an Flair. Wenn ich Darsteller mit mehr Talent engagieren könnte, würde mein Stück gut ankommen. Da bin ich mir sicher.
Um was geht es in deinem Stück? Only the biggest thing to hit the dead fire since the Valian Trading Company started hunting us like sea hounds. Wow, klingt episch. Ist ja nur die größte Sache im Todesfeuer, seit die Valianische Handelsgesellschaft begonnen hat, uns wie Seehunde zu jagen. I'm talking about Aethys storming through the archipelago and capsizing nearly a whole fleet of our ships. Ah ja. Ich rede von Aethys, wie er durch das Archipel gestürmt ist und fast eine ganze Flotte unserer Schiffe zum Kentern gebracht hat. Ja, das könnte gut Aethys sein. Und was brauchst du, um dein Stück zu verbessern? A better Aethys for one. I'm the tallest one in our troop. I'm still not very convincing, even when I bother to dye my skin blue. Aethys ist aber eher grün. Einen besseren Aethys, das auf jeden Fall. Ich bin der Größte in unserer Truppe, aber ich bin nicht sehr überzeugend. Selbst wenn ich mir die Mühe mache, meine Haut blau zu färben. Also, our special stage effects aren't all that special anymore. We had someone for that role, but she got herself into debt and has a new job at the King's Coffin. Unsere speziellen Bühneneffekte sind ebenfalls nicht mehr wirklich speziell. Wir hatten jemanden dafür, aber sie hat Schulden gemacht und nun eine neue Arbeit im Königssarg. Ach, die kennen wir ja schon. Ich werde dir helfen. Really? Well, that's great. Then we could... Wirklich, das ist klasse. Dann können wir... Plötzlich verengen sich ihre Augen... Ihre dunklen Brauen ziehen sich voll Misstrauen zusammen. Wait a tick. Why would you help me? What do you get out of this? Warte eine Sekunde. Warum solltest du mir helfen? Was hättest du davon? Ich sehe niemanden, der dir sonst hilft. Du? Ich erwarte natürlich einen Anteil am Gewinn. Ich würde wirklich gerne sehen, wie das Stück wird. Nehmen wir das erste. Right. Beggars can't be choosers, I suppose. Gut, in der Not schmeckt jedes Brot, schätze ich. Sie streicht gedankenvoll über ihre, über eine ihrer buschigen Augenbrauen. I'm in desperate need of two more performers. A wizard for one, plus any oaf big enough to pose as Aethys. Ich suche verzweifelt nach zwei weiteren Darstellern. Ich brauche einen Zauberer und jemanden, der groß genug ist, um als Aethys durchzugehen. I happen to know a wizard of the finest skill set who already performs here in Dunwich. Tiana at the King's Coffin. Unfortunately, I got no idea of where we might find a suitable Aethys. Ich kenne zufälligerweise einen Zauberer mit den besten Fähigkeiten, der bereits hier in Stauholz tätig ist. Tiana im Königssarg. Aber leider habe ich keine Ahnung, wo wir einen geeigneten Aethys finden können. Get me the right people for the parts, and I promise you'll be pleased with your investment. I'll turn us a profit or die trying. Besorge mir die richtigen Leute für diese Rollen und ich verspreche dir, du wirst deine Investition zufrieden sein. Ich mache unsere Truppe rentabel und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Nachtrag hinzugefügt. Ist das wieder eine Aufgabe? Ja. Der Erfolg der aktuellen Darbietung der Holzbeintruppe am Strand und Hof hinkt den Erwartungen hinterher. Um eine bessere Show auf die Beine zu stellen oder damit das Haus zu füllen, braucht sie die Hilfe eines Zaubers und eines großen blauen Ammauers. Im Gegenzug für eine Gewinnbeteiligung habe ich mich dazu bereit erklärt, geeignete Kandidaten für die Truppe zu finden. Die Holzbeintruppe am Strandhof benötigt zwei neue Mitglieder, um Pfeffer in ihr Programm zu bringen. Ein Zauberer und jemand, der groß genug ist, um die Rolle von Aethys zu spielen. Im Refugium des Hebers gibt es einen blauäugigen Ammauer, der die Rolle des Aethys spielen könnte. Die Zauberin Tiana... oder Terner im Königssarg, hat Interesse an der Show bekundet, aber ich muss in der Stadt noch jemanden auftreiben, der die Rolle des Aethys spielen kann. My old captain was a drinker from the day he was born to the day he died. Oh. Gefäßknochen. He was real thin. He wound up with a wooden leg. 26 ships and a bilious fever. Sunrise is a woe, doves. The coming horizon is a sized ruin. Yeah. Lass mich gerade, die ist gleich absprechbar, die wiederholt das Ganze, oder? Ja, die singt, die versucht da verzweifelt zu singen. Reparaturvorräte brauchen wir gerade keine. Das da nehme ich jedoch gerne mit. Oh, jede Menge Gemüse. Was ist mit dir?
Das erste, was jetzt dem Mann auffällt, ist seine Kleidung. Schrille, gegensätzliche Farbtöne aus Rot und Violett. Sollten wie ein V. Auf den zweiten Blick erkennst du, dass er groß und schlaksig ist. Durch seine Wiedererscheinung geradezu jugendhaft gut aussehend mit einem getrimmten Bart und einem freundlichen Lächeln. Er summt ein kleines Liedchen vor sich hin, während er die Leute beobachtet, die vorüberziehen.